Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer Patientenakademie Digital, dem digitalen Zusatzangebot für Patienten und Interessierte hier an den Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz. Mein Name ist Sophie Elzner, ich bin vom Team der Unternehmenskommunikation und hier bei mir sitzt Professor Dr. Malte Kornhuber. Er ist Chefarzt der Neurologie hier an der Helios-Klinik in Sangerhausen und er ist Fachmann, wenn es ums Thema Schlaganfall geht. Darüber möchte ich mit ihm heute gerne sprechen. Herr Professor Kornhuber, vielleicht erzählen Sie zum Anfang mal ein paar Worte über sich. Ja, ich habe in Ulm studiert, bin danach in München zur neurologischen Facharztausbildung gewesen und bin dann 1999 nach Halle gekommen als Oberarzt, dann leitender Oberarzt an der Universität und bin seit 2016 hier in Sangerhausen an der Klinik. Herr Professor Kornhuber, bevor wir ins große Thema Schlaganfall starten, vielleicht können Sie mir und unseren Zuschauern mal erklären, wie eigentlich das menschliche Gehirn funktioniert. Das menschliche Gehirn ist das oberste Kontrollorgan des Körpers. Hier laufen alle Informationen über die Sinnesorgane zusammen, das Sehen, das Hören, das Gleichgewicht, das Gefühl über die Haut, sodass wir diese Informationen verarbeiten können, darauf reagieren können, darüber nachdenken können, mit unserer Muskulatur, mit dem Sprechen, die Kommunikation. Das ist ein komplexes Organ natürlich und die Funktionen sind an verschiedenen Stellen in diesem Organ abgespeichert. Was ist denn eigentlich ein Schlaganfall und was passiert dabei im Körper? Ein Schlaganfall ist eine akute Störung des Gehirns durch eine Durchblutungsstörung oder eine Durchblutung im Gehirn. Am häufigsten sind in unserer mitteleuropäischen Gegend die Durchblutungsstörungen. Die machen 90% aus. Blutungen machen ungefähr 10% aus, sodass wir als Neurologen in aller Regel mit den Durchblutungsstörungen beschäftigt sind. Und die Durchblutungsstörungen können auftreten einerseits dadurch, dass ein Gerinnsel entsteht im Kreislauf und in eine Gehirnarterie gespült wird. Und wenn eine Gehirnarterie verstopft wird durch ein Gerinnsel, tritt ein Sauerstoffmangel sofort in dem nachgeschalteten Gefäßgebiet auf und es entsteht ein Funktionsausfall, der die entsprechenden Funktionen betrifft. Das kann in der mittleren Hirnarterie sein, macht dann auf der Gegenseite eine halbseitige Funktionsstörung im Sinne einer Lähmung, einer Gefühlsstörung. Wenn es die linke Hemisphäre ist, eine Sprachstörung. Wenn es rechts ist, eben auf der linken Seite eine Lähmung, eine Gefühlsstörung. Wenn es die vordere Hirnarterie ist, ist mehr das Bein betroffen. Wenn die hintere Hirnarterie betroffen ist, ist halbseitig das Sehen zur Gegenseite betroffen. Wenn der Hirnstamm betroffen ist, kann auch mal das Gleichgewicht, das Schlucken, die Augenbewegungsstörung betroffen sein davon. Jetzt ist die Erkrankung Schlaganfall ja ganz offenbar was sehr Komplexes, was dort im Körper vor sich geht. Und ich glaube, das Thema Schlaganfall oder das Wort Schlaganfall ist ganz vielen Menschen bekannt. Können Sie sagen, wie viele Menschen von dieser Erkrankung betroffen sind? Also Schlaganfälle nehmen im Laufe des Lebens zu. Und wenn man mal 85 geworden ist, haben 2 von 100 Menschen pro Jahr einen Schlaganfall. Herr Professor Kornhuber, wie kommt es denn zu Durchblutungsstörungen im Gehirn? Welche Symptome gibt es? Also die Ursache der Durchblutungsstörung ist vielfältig. Es kann vom Herz ausgehen, es kann von den großen Blutgefäßen ausgehen, es kann von den kleinen Blutgefäßen ausgehen. Und der Sauerstoffmangel kann dadurch entstehen, dass eben ein Gerinnsel gebildet wird an den Gefäßwänden, an den Herzklappen, an den Herzwänden. Es kann aber auch sein, dass im Blut selber die Gerinnung gestört ist durch eine Entzündung, durch angeborene Störungen des Gerinnungssystems und dadurch ein Gerinnsel entsteht. Also das sind vielfältige Ursachen, denen wir dann in der Diagnostik weiter nachgehen. Und wir gucken dann, ist das eine Durchblutungsstörung oder eine Blutung, indem wir
mit Computertomographie oder Kernspintomographie das Gehirn quasi in virtuellen Scheiben schneiden und dann darstellen, ist die Durchblutung gestört, wie frisch ist die Durchblutung gestört und kann man dementsprechend eine Therapie machen. Welche Symptome gibt es denn bei Durchblutungsstörungen im Gehirn? Sie hatten das gerade schon mal ganz kurz angeschnitten, aber können Betroffene das auch selber merken, dass sie gerade eine Durchblutungsstörung im Gehirn erleiden? Ja, wenn nicht die Wahrnehmung praktisch der Störung selber gestört ist. Also ich will mal ein Beispiel geben. Wenn wir eine Durchblutungsstörung im hinteren Teil haben, die das Sehen betrifft, dann ist das Sehen weg für die Gegenseite und man nimmt auch nicht mehr wahr, dass das fehlt. Man läuft dann vielleicht mit der Schulter gegen einen Türrahmen, weil man den nicht mehr sieht. Aber man denkt, man hat noch das ganze Gesichtsfeld, hat es aber nicht. Aber wenn man eine Störung zum Beispiel hat in der rechten Hälfte und eine akute Lähmung links hat, nimmt man das sofort wahr. Und die Sprache ist noch da, die Kommunikation ist da, dann kann man sofort natürlich selber darauf reagieren. Wenn man keine Wahrnehmung mehr hat, ist man auf die Hilfe anderer angewiesen. Oder wenn eine Bewusstseinsstörung dabei ist, ist man auf die Hilfe anderer angewiesen. Aber in aller Regel sind die Störungen so, dass man sie auch selber wahrnehmen kann. Wie äußert sich denn ein Schlaganfall für Außenstehende? Woran können denn Außenstehende erkennen, dass eine Person gerade einen Schlaganfall hat? Bestes Beispiel, ich komme meine Omi besuchen, irgendwas ist heute anders. Mhm. Was kann mir da auffallen als Außenstehender? Ja, also zum Beispiel kann auffallen, dass das Sprechen nicht mehr so funktioniert. Dass das Sprechen im Sinne von verwaschen gestört ist. Oder dass derjenige die Wörter nicht mehr findet und Wortsalat produziert. Häufig erscheint es dem Außenstehenden wie eine Verwirrung, aber ist vielleicht doch eine Sprachstörung. Oder ein Mundwinkel hängt und der Arm dazu ist etwas gelähmt oder in der Koordination, in der Geschicklichkeit gestört. Oder ist eine Fallneigung da. Also das sind wieder vielfältige Dinge, aber ich denke, der Laie kann das auch in der Regel doch sofort bemerken. Jetzt gilt ja der Schlaganfall als sehr zeitkritische Erkrankung. Warum ist das so? Ja, das Gehirn wird über Arterien versorgt, die nicht eine Doppelversorgung machen. Wenn man einen Gehirnteil hat, ist eine Arterie dafür zuständig und nicht eine zweite noch zusätzlich. Es gibt auch Organe, wo das zusätzliche Versorgung gibt. Im Gehirn nicht. Eine Arterie versorgt ein Gebiet und wenn sie ausfällt durch ein Gerinnsel, gibt es einen Sauerstoffmangel in dem zugehörigen Gebiet. Und der Funktionsausfall ist sofort da. Also die Nervenzellen haben keine große Reserve, um diesen Sauerstoffmangel, um den Nährstoffmangel abzufangen, sondern sofort ist der Funktionsverlust da. Bedeutet aber nicht, dass die Nervenzellen alle schon abgestorben sind sofort, sondern die vegetieren noch eine Weile vor sich hin, aber nicht ewig. Wir haben nicht ewig Zeit, da etwas zu tun. Das heißt, wir müssen, wenn der Schlaganfall da ist, sofort versuchen, dieses Gerinnsel in dem Gefäß aufzulösen, um die Blutversorgung wiederherzustellen. Und da gibt es ein Zeitfenster, um diese Behandlung zu machen. Mit der Behandlung wird ein Medikament in die Blutbahn gespritzt, um das Fibringerinnsel aufzulösen, diesen Fibrinkit aufzulösen, dass der Blutstrom wiederhergestellt wird und dass der Sauerstoffmangel für das Gehirngewebe behoben wird. Am Anfang hat man gesagt, nach den Studien, dieses Zeitfenster ist 3 Stunden und man sollte natürlich möglichst rasch kommen. Zeit ist Gehirn, ist klar. Das heißt, je schneller man das macht, umso besser ist es. Mittlerweile können wir aber auch Gerinnsel noch nach 4,5 Stunden auflösen. Aber die Ergebnisse werden schlechter, je länger man damit wartet. Das heißt, wenn ein Patient sofort in die Klinik kommt, wird rasch eine Computertomographie gemacht, man schließt eine Blutung aus und kann dann sehr schnell mit dieser Gerinnungstherapie quasi aufwarten und das wiederherstellen. Und wir gucken dabei auch, ist ein Gehirngefäß so verstopft, dass wir es vielleicht mit der normalen gerinnungsauflösenden Therapie
nicht wiederherstellen können, dann gibt es die Möglichkeit, mit einem Katheter in die Blutbahn zu gehen und vor Ort das Gerinnsel aufzulösen. Diese Therapie ist also sehr speziell. Man braucht Spezialisten dafür, die mit dem Katheter in das Gehirngefäß gehen. Das wird in großen Kliniken wie in Erfurt oder Halle vorgehalten. Und dort sitzen Spezialisten, die rund um die Uhr, 7 Tage die Woche es machen können. Das bedeutet also, entweder für den Betroffenen selbst oder auch für Angehörige oder Passanten, die das gerade bemerken, dass jemand einen Schlaganfall erleidet, so schnell wie möglich Hilfe zu holen, richtig? Unbedingt. Also da ist jedes Mittel recht. Wenn es nah ist mit dem Krankenwagen, wenn es weiter weg ist, manchmal sogar mit dem Hubschrauber. Wir machen auch Verlegungen zum Teil mit dem Hubschrauber, um zeitnah praktisch diese Therapien zu ermöglichen. Und die Ergebnisse sind sehr gut. Man muss ehrlicherweise sagen, dass mit der Auflösung der Gerinnsel auch eine Blutungsgefahr besteht. Immer wenn man Gerinnsel auflösen, könnte auch eine Blutung entstehen. Und dieses Blutungsrisiko nimmt auch zu mit der Zeit, ist klar. Und das Blutungsrisiko nimmt auch mit dem Alter zu. Sodass wir bei sehr betagten Menschen die Dosis dieser Gerinnungsauflösung etwas reduzieren, vermeiden damit Blutungen und haben trotzdem sehr gute Ergebnisse, was die Funktionserhaltung betrifft. Genau, jetzt haben wir also schon eine ganze Weile über Durchblutungsstörungen im Gehirn gesprochen. Sie haben gerade angebracht, es gibt auch noch die Blutungen im bzw. am Gehirn. Ja. Was passiert denn da im Körper? Ja, also das Häufigste, was wir sehen, ist, dass ein alter Mensch gestürzt ist. Er muss es gar nicht bemerkt haben. Er ist irgendwie mit dem Kopf wogegen gestoßen und dabei ist eine Vene an dem Gehirn oberhalb etwas gerissen und macht eine Sickerblutung. Und das kann schon 3 Wochen zurückliegen und diese Sickerblutung macht, dass zunehmend das Gehirn zusammengedrückt wird. Und irgendwann ist die Funktion beeinträchtigt. Und das macht uns Schwierigkeiten, weil der Mensch hat vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen davon und ein bisschen Gangunsicherheit und das war's. Wenn wir dann ein CT machen, eine Computertomographie, sehen wir, dass an dem Gehirn eine Blutung ist und würden, wenn es eine schwerwiegende Blutung ist, den Menschen zu den Neurochirurgen schicken, dass ein kleines Bohrloch gemacht wird, um die Blutung zu drainieren, um das Problem zu lösen. Und das funktioniert sehr gut. Das heißt, das Problem ist mehr zu erkennen, dass es so eine Blutung ist. Dann gibt es die Blutungen aus Gefäßaussackungen. Die sind schon angelegt bei Geburt und im Lauf des Lebens dehnen die sich ein bisschen aus. Das Gefäß wird dünnwandiger und irgendwann kommt es zum Einriss und macht einen schweren, nie gekannten Kopfschmerz. Diese Art von Blutung ergießt sich in das Nervenwasser und macht eine Reizung der Hirnhäute, das macht den schweren Schmerz und es kann natürlich auch die Funktion beeinträchtigen. Es macht eine Nackensteifigkeit und die Gefahr hier ist, dass es zu Nachblutungen kommt und man kann daran versterben. Das heißt, hier geht es darum, möglichst schnell in ein Zentrum zu kommen, wo diese Gefäßaussackung behandelt werden kann. Entweder der Neurochirurg klippt die Aussackung, dieses Aneurysma, oder der Neuroradiologe geht mit einem Katheter hinein und schaltet von innen vom Gefäß her diese Aussackung aus, dass sie nicht mehr bluten kann. Das sind die wesentlichen beiden Formen von Blutung um das Gehirn und am Gehirn. Es gibt auch Blutungen in das Gehirn. Wenn man lange Zeit hohen Blutdruck hatte, werden die Gefäße ein bisschen brüchiger, dann kann es in das Gefäß hineinbluten. Und wenn es ungehemmt blutet, das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir eine stark hemmende Gerinnungstherapie, aktive Therapie machen, eine Antikoagulation mit Phalitrom oder den neuen Antikoagulantien, dann ist die Gefahr groß, dass es unbegrenzt weiter blutet. Und das müsste man auch dann die Gerinnung antagonisieren und eventuell sogar neurochirurgisch etwas tun.
Jetzt haben wir ganz viel über die verschiedenen Formen eines Schlaganfalls gehört, aber kann man einem Schlaganfall eigentlich vorbeugen? Ja, jeder Mensch kann sehr viel tun, um dem vorzubeugen. Also ein ganz wesentlicher Faktor ist das Rauchen. Wenn man raucht, gelangen bei dem Rauchen Fresszellen in die Gefäßwände und machen eine Gefäßentzündung. Und diese Gefäßentzündung, die wird im Laufe der Zeit zunehmen und macht das Gefäß enger und an der Stelle kann die Gefäßinnenhaut reißen. Also nicht zu rauchen ist schon mal was ganz Wichtiges. Dann steigt der Blutdruck im Laufe des Lebens an, manchmal schon bei jungen Leuten, ohne dass sie es merken. Die fühlen sich gut damit. Das heißt, überhaupt den Blutdruck zu messen und ihn auch regelmäßiger zu messen, das ist etwas sehr Wichtiges. Und wenn man feststellt, der Blutdruck ist zu hoch, kann man ihn senken. Der hohe Blutdruck macht, dass die Gefäßwände starr werden, dass die kleinen Gefäße praktisch verdicken und irgendwann gehen die zu. Diese Gefäßwandschäden können, wenn die Gefäßinnenwand reißt, einen Schlaganfall auslösen. Und wenn die kleinen Blutgefäße zugehen, können sie eben auch einen Schlaganfall auslösen. Oder wenn die großen Blutgefäße zugehen, können sie eine Druckminderung machen, einen hämodynamischen Schlaganfall. Also alles das sind Faktoren, die durch den hohen Blutdruck mit ausgelöst werden können. Und den können wir sehr gut beeinflussen. Und im Laufe des Lebens steigt der Blutdruck auch normalerweise an. Und man sagt, der obere Wert des Blutdrucks, das ist der Wert, wenn das Herz pumpt, schießt das Blut raus, ist der obere Wert. Da sagt man Lebensalter plus 100. Das heißt, wenn man 60 ist, ist der Blutdruck normalerweise 160 der obere Wert. Und der muss aber bei 120 liegen. Das heißt, die älteren Menschen sollten in der Regel einen Blutdrucksenker bekommen, um den Blutdruck zu normalisieren. Und da können Sie auch selber das Messen in ein Buch eintragen, zum Hausarzt gehen, zum Internisten sagen, ich habe gehört, der Blutdruck muss 120 sein. Wie kommen wir da hin? Das ist ein wichtiger Faktor. Ein sehr wichtiger Faktor ist die körperliche Fitness. Körperliche Fitness bedeutet, dass die Blutgefäße, die Gefäßwände gesund sind, das Herz gesund ist. Das heißt, jede Woche ein bisschen Sport, ein bisschen den Puls hochbringen und so weiter, das hält unseren Körper fit. Und das sollten wir tun. Und man muss auch sagen, manchmal spielt ein Vitaminmangel eine Rolle. Ich messe bei allen Patienten, die in meine Abteilung kommen, Vitamin B12 und Folsäure. Und die Folsäure ist bei der Hälfte der Patienten zu niedrig. Zu niedrige Folsäure. Folsäure ist in grünen Pflanzen drin, ist in Leber viel drin, ist in Fleisch drin, in Fisch. Zu niedrige Folsäure macht, dass das Homozystein im Blut ansteigt und das Homozystein ist ein Gift für die Gefäßwände und dann reißen die schneller ein. Und wenn die einreißen, gibt es sofort die Gerinnungsaktivierung, die praktisch dazu führt, dass ein Schlaganfall kommt. Man kann Folsäure natürlich über die Nahrung gut aufnehmen, man kann auch Folsäure einfach in der Drogerie kaufen und jede Woche ein bisschen zu sich nehmen, um diesem Mangel entgegenzuwirken. Dann, bei älteren Menschen gibt es nicht ganz selten, vor allem bei Frauen, Harnwegsinfekte, überhaupt Infekte. Und Infekte können dieses Gerinnungssystem durcheinander bringen. Und wir wissen heute, dass Infekte durch dieses Gerinnungsproblem Schlaganfälle auslösen können. Das heißt, sich überhaupt fit zu halten, gesund zu halten, keine Infekte zu haben oder wenn die da sind, gleich zu behandeln, ist auch ein wichtiger Punkt. Herr Professor Kornhuber, wir haben uns jetzt über verschiedene Formen des Schlaganfalls unterhalten. Wir haben uns auch über die Vorbeugung schon unterhalten. Aber hier in Sangerhausen in der Helios-Klinik gibt es die Stroke Unit. Auf Deutsch ist das die Schlaganfalleinheit. Das ist also eine besondere Einrichtung, um Schlaganfälle therapieren zu können. Was passiert denn, wenn ein Patient mit dem Verdacht auf einen Schlaganfall hier bei uns in die Klinik kommt? Ja, der Patient kommt in die Notaufnahme. Dort wird zunächst mal die Temperatur gemessen, ein EKG gemacht, also ein Herzstrombild, um zu sehen, ist das Herz regelmäßig, wie schlägt es, gibt es Hinweise für einen Herzinfarkt. Es wird Blut abgenommen, um eben zu gucken, wie sind die roten Blutkörperchen, wie ist die Blutgerinnung, gibt es einen Folsäuremangel und diese Dinge. Dann wird in aller Regel relativ fix nach der Untersuchung der Befragung eine Computertomographie vom Kopf gemacht, um zu sehen,
sind da schon Infarktfrühzeichen oder ist das Gehirn in Ordnung? Und dann, wenn man zum Schluss kommt, hier muss man eine Thrombolyse machen, man muss das Gerinnsel auflösen, wird das sehr schnell gemacht. Und dazu kommt der Patient auf diese Schlaganfallstation, auf die Stroke Unit. Dort wird ein Monitoring betrieben. Das heißt, die Herzströme werden die ganze Zeit untersucht, die Sauerstoffsättigung im Blut, da kriegt man so eine Sonde dran, der Blutdruck wird die ganze Zeit gemessen, es ist vermehrt Pflegepersonal da, um ständig Untersuchungen vorzunehmen. Es sind mehr Ärzte da, um regelmäßig Untersuchungen zu machen. Wie ist der Zustand des Patienten? Und dort kann man relativ fix mit dieser Thrombolyse beginnen, möglichst innerhalb einer Stunde oder noch geringer, dass man innerhalb einer halben Stunde, nachdem der Patient da ist, schon die Therapie macht. Und dann hat das sehr segensreiche Effekte. Und danach kommt die Diagnostik. Man untersucht das Herz gründlich. Ein 24-Stunden-EKG, vielleicht ein Herzecho, dann werden die Gefäße mit Ultraschall untersucht. Da haben wir auch den Dr. Lenk als Gefäßchirurgen, der da auch häufig nochmal mit drauf guckt. Die Gefäße im Kopf werden mit Ultraschall untersucht. Zu Beginn wird noch eine Lungenaufnahme gemacht, um zu sehen, wie sieht die Lunge aus, das Herz aus, ist eine Lungenentzündung da, ist eine Herzinsuffizienz da. Manchmal werden auch im Blut noch dahingehend Werte erhoben, liegt ein Herzinfarkt vor, Troponin zum Beispiel, oder eine Herzinsuffizienz, da gibt es das BNP, ein bestimmter Wert für Herzinsuffizienz. Also diese Dinge werden gleich innerhalb kurzer Zeit gemacht und auch auf der Stroke Unit gemacht. Jetzt gibt es ja auch das Leben nach dem Schlaganfall. Wie hoch ist denn das Risiko, dass Betroffene erneut erkranken? Und welche Maßnahmen und Möglichkeiten der Rehabilitation gibt es denn, um möglichst gut im Leben mit kleinen, hoffentlich kleinen Einschränkungen auch zurechtzukommen? Ja, wir hoffen natürlich, dass unsere Therapie dazu führt, dass gar keine Behinderung entsteht. Das können wir nicht in allen Fällen machen. Wir können nicht hexen, wir bemühen uns, das Mögliche zu erreichen, aber manchmal sind doch Behinderungen da, ist klar. Dann gibt es die Möglichkeit, für die Menschen über 70 eine geriatrische Frührehabilitation zu machen. Die ist im Haus verfügbar, die ist sehr gut. Schon zu Beginn auf das Stroke Unit kommen Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, die versuchen, die Funktion zu erhalten und wiederherzustellen. Und diese Therapie mit Sprachtherapeuten, Logopäden, mit Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, also Krankengymnasten, wird dann in dieser geriatrischen Reha fortgesetzt. Die läuft über 14 Tage, ist segensreich, weil es am selben Ort ist. Das ist auf derselben Ebene. Das heißt, die Patienten kommen von dieser Schlaganfallstation direkt einen Flur weiter auf diese geriatrische Station. Und sind am Ende häufig wieder gut in der Lage, nach Hause zu gehen. Andere Patienten, die jünger sind, da muss man gucken, wie schwer sind sie betroffen. Können sie nach Hause und gehen von dort in eine Anschlussheilbehandlung? Oder sind sie eventuell doch schwerer betroffen und müssen in eine Frühreha direkt verlegt werden von unserer Klinik in so eine Frühreha-Einrichtung? Und dann gibt es natürlich jenseits der ganzen Trainingsmethoden auch medikamentöse Maßnahmen, um die Gerinnung zu beeinflussen, um ein erneutes Risiko zu minimieren, dass wieder ein Schlaganfall auftritt. Wenn die Gefäßinnenwand eingerissen ist oder die Wand im Herzen eingerissen war, sodass von dort das Gerinnsel entsteht, gibt man ASS, Acetylsalicylsäure. Das macht, dass die Blutplättchen nicht verklumpen. Wenn ASS nicht geht oder nicht gewirkt hat, gibt man Clopidogrel, das ist ein anderes Mittel, das das Gleiche macht, dass die Blutplättchen nicht verklumpen. Das macht schon sehr segensreich, dass nicht wieder Schlaganfälle auftreten. Die kann man zu Beginn auch kombinieren, mal 4 Wochen oder so, und dann geht man wieder auf 1 zurück. Und wenn
das Blut steht im Vorhof im Herzen und deshalb praktisch sich Gerinnsel bilden, weil das Blut steht durch einen Vorhofflimmern, durch eine Herzrhythmusstörung, dann kann man nicht mit dem ASS arbeiten, dann muss man eine Antikoagulation machen, das heißt mit Valitrom oder mit neuen Antikoagulantien. Da gibt es jetzt eine ganze Reihe von denen, die als Tabletten gegeben werden und wo man nicht so häufig die Gerinnung auch kontrollieren muss, die auch sehr segensreich sind, dass nicht wieder Schlaganfälle auftreten. Das Risiko hängt natürlich auch davon ab, wie man bisher gelebt hat. Hat man geraucht, hat man einen hohen Blutdruck, oder hat man eine Zuckerkrankheit, die auch eine Rolle spielt für die Blutgefäße, dann ist vielleicht das Gefäßsystem nicht mehr ganz so in Ordnung wie mit 20 oder 40. Dann ist doch ein gewisses erneutes Risiko da. Aber ich denke doch, dass man mit den Methoden und vor allem, dass man sich dann körperlich fit hält, das Risiko deutlich senken kann. Aus meiner Sicht ist wirklich das Wichtigste, was man selber beitragen kann, sich fit zu halten, den Blutdruck niedrig zu halten, den Blutzucker im Lot zu halten, nicht zu rauchen und eine ausgewogene Ernährung zu haben und keinen Folsäuremangel zu haben. Das sind so die wichtigsten Dinge und die kann eigentlich jeder Mensch bewerkstelligen. Mindestens einmal die Woche Sport, genügend Nachtschlaf, keine Infekte. Durch Training kann man auch den Blutzucker herunterbringen, kann man seinen Speckgürtel ein bisschen angehen. Also ich denke, die Lebensweise spielt eine Riesenrolle und dass man selber ein Blutdruckmessgerät hat, das gelegentlich misst und dass diese Werte 120 zu 80 liegen und nicht 190 zu 110. Das wäre eine Katastrophe. Man merkt es gar nicht, aber auf die lange Sicht macht das doch Schäden, nicht nur am Gehirn. Es macht Schäden am Herz, an der Niere, an den Nerven. Man wird schneller gaga. Also ich denke, wenn man gesund lebt und das alles beachtet, kann man seine Lebenszeit verlängern, ohne dass man einen Schlaganfall bekommt. Ja, Professor Kornhuber, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das sehr informative Gespräch. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, Menschen etwas über Lebensweise und Schlaganfallprävention zu erzählen. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Sollten Sie Fragen zu medizinischen Themen haben, dann zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail zu schreiben. Die E-Mail-Adresse ist hier eingeblendet. Wir freuen uns sehr auf Ihre Zuschriften und ich freue mich vor allem sehr, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder reinschalten. Vielen Dank, bis dahin.